viel Spaß und drückt mir die Daumen. Oh ja, es funktioniert so ja sehr gut. Böse Omen und so. Omen. Also ich würde mal sagen, das Ding da hinten wird sich als erster verabschieden. Aber ich glaube, das sind nicht die Zombies, sondern ich mache den Schaden. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Minikabin. Ich stehe kurz vor der Horde, denn wir haben 17 Uhr, das heißt, ich muss ganz schnell nach Hause. Ich habe die Zeit schon mal vergessen. Mann. Aber zum Glück haben wir alle gestern vorbereitet. Ja, ne? So, wo muss ich denn nach Hause? Wo ist mein Zuhause? Hat den einer gesehen? Da hinten ist es. Ja, ich bin gespannt, was mich da heute erwartet. Wie gesagt, Munition haben wir, auf Schlachtzünder haben wir. Munition hätte vielleicht ein bisschen besser sein können, aber auch schlechter. Ja, ja. Aber dafür habe ich ja euch. Ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass wir vielleicht... Nee, ich hoffe, das ist falsch. Ich meinte, also Dämonischen werden wahrscheinlich heute kommen. Es könnte sein. Ich würde es mir nicht wünschen. Es wäre lustig für die Folge. Für mich dann weniger. Weil es dürfte nicht viel übrig bleiben. Die Dämonischen kamen. Die Base ging. Ja, wohin denn? Im Arsch. Naja. Da kannst du erstmal nichts machen, ne? So. Jedenfalls muss ich Uschi einsammeln. Ja. Mensch, jetzt weg. Beinahe an unsere Hütte vorbeifahren. Die ist aber auch zu schwer zu erkennen. Die ist fast zu übersehen, ne? Also. Mann, das Ding ist ja wieder komplett voll. Wer hätte das gedacht? Ereilen Sie sich, Kabin! Die Rotte naht! Oh, warten Sie mal kurz. Erstmal alle. Fu Manchu. Schmeißt das jetzt. Wie immer. Er schmeißt alle drin. Ja. Ja, so kennen wir den. Den Querulanten. Warten Sie mal, das kommt ja da unten erstmal rein. Ich muss ja, wie gesagt, erstmal alles rauskriegen. Und dann muss ich mich auch noch bestücken. Ach Mensch, da war ja auch noch was. Verdammt nochmal. Ich habe so wenig Zeit. Ich weiß ja nicht, wie das kommt. Ihr schon, aber das tut ja nichts zur Sache. Also schon, aber ich meinte jetzt so, es lässt sich daran jetzt nichts mehr ändern. So, das wollte ich eigentlich sagen. Aber ihr wisst ja, wie ich meine. Ihr habt ja schon Leiden gelernt mit mir. Also, an mir. So ungefähr meinte ich das. Selbsterkenntnis und so. Vielleicht ist ja doch da noch ein bisschen Weg, Besserung und so. Haha. dann brauche ich eure Hilfe, ne? Also, wie gesagt, Däumchen nicht vergessen und abonniert den Kanal. Wachstum und so. Jedenfalls würde ich das nett finden. Also, ich hätte das nett finden, wenn das wäre. Was? Jetzt muss ich mich dran gewöhnen. Ich bin noch nicht so in Game. Seit 5 Jahren. Naja, fast 5 Jahren. Ja. Eine Ausnahmeerscheinung. Eine Randerscheinung. Also, nicht jetzt, ich einfach mal die Klappe halten. So, ein bisschen Wetter, Water. So. 18 Uhr, ein bisschen Zeit haben wir noch, wie gesagt. Aber sie rennt. Sie arbeitet gegen uns. Und 7 Days God ist auch jetzt gerade erschienen. Und zwar mit einem Donner. Und ihr Groll. Hier noch ein bisschen Platz, ne, Siggi. Gar kein Problem. So. Das muss ja später eh sortiert werden. Was hundertprozentig passieren wird. Oh, schon warte mal. Naja, gut. Bei dem, was ich vorhab. Weil, wie gesagt, wir haben ja fast Horde 100. Nicht Horde 100, sondern 100 Folgen, ne? Ja.
Alter, wo soll ich denn damit halt hin? Jetzt haben wir schon 18 Uhr. Mann, oh Mann. Ah, hab's geschafft. Uschi ist ausgeleert. Uschi ist jetzt in meiner Tasche drinne. Dafür ist meine Tasche wiederum die Bersten voll. Zum Bersten voll, wollte ich sagen. Aber gut, jetzt ist es zu spät. So, warten Sie mal. Dann muss ich da mal kurz ran. Dann muss ich da nochmal ran. Die Kniften sollte ich nochmal reparieren. Gut, dass ich Reparierpakete mit bei habe. Nämlich gar nicht. Also, Produktioner. Aber das kann ich noch machen. Wie sieht's denn hier aus? Da hatte ich ja auch ein paar Sachen angeschmissen gehabt. Ja, genau. Reparierpakete. Natürlich wie immer auf dem letzten Drücker. Ja, so kennt man mich. Denn nur so watzig, watzig los, oder was? Wachsig über meinen Horizont hinaus. Oh, ich hoffe, mein Horizont kommt bald. Ich habe ja keine mehr, wa? Ach, Mensch. Naja. Dann muss ich das wohl noch mal produzieren. Wie gesagt, das kriegen wir noch hin. Da, dann mache ich das da. Das wird ja fertig. Da sehe ich gar keine Probleme. Da sehe ich Probleme. Ich muss daher. 19 Uhr, Mr. Carbin. Naja, mach mal keinen Stress. Du Inrit, Bewusstsein. Ich krieg das schon hin. Die Leute vertrauen darauf. Hab Vertrauen. Ja, gut. Wenn sie uns jetzt in die Hütte nie auseinanderreißen, dann ist das eigentlich, ja, kein Problem. So, warte mal, das muss ich eigentlich nach unten schmeißen. Das kommt. So. Schmeiß ich jetzt. Na, da schmeiß ich gar nichts mehr hin. Boah, Alter, spring. Ja, jetzt spring doch mal vernünftig. Das kann doch nicht wahr sein. So, du musst da rein. Jetzt berührt mich mal kurz hinter. Nee, du gehörst da nicht hin. So, du kommst da erstmal rein. Das kann ich ja später halt rausnehmen. Sprengzeug nicht. Das muss raus. Das muss. Lieber ein bisschen mehr, als wenn ich gar nichts habe. So. Erste Hilfe, bla bla blub. Dann sollte ich mal die Spikes herstellen, weil sonst haben wir nämlich gar keine Zeit mehr. Vielleicht kriegen wir noch 700 Stück hin. Das wird sehr, sehr knapp. So, jetzt sind das da. Jetzt wird mit geschmiedetes Eisen. Natürlich habe ich ja von 16 Stück. Das ist natürlich richtig knorke. Habe ich hier noch ein bisschen was drin? Nee, habe ich natürlich nicht. Habe ich oben noch was? Ach, wir haben ja noch Zeit. Warte, wir haben. Ach, das wollte ich doch ja nichts. So, gut, Leute. Dann stellen wir mal ein paar Repair. Repair-Kits hier, wollte ich gerade sagen. Hatte ich die nicht markiert? 39 Stück. Das sollte für die Horde reichen. Jetzt sollte ich dann bloß noch die Kniften so weit austauschen, wie ich sie haben will. Wie gesagt, die AK kommt auf jeden Fall rein. Das Sturmgewehr natürlich auch. Ich musste ja ein bisschen variieren. Sag mal, boah, ich wollte gerade sagen, wo ist die denn hin? Das brauche ich erstmal nicht. Das auch nicht. Alter, und ich muss dran denken, dass ich das später dann bei Verlassen der Horde, wenn wir sie geschafft haben sollten, das Larin in mein Inventar packe. Oh. Das Sturmgewehr, was ich letztes Mal verkauft habe. Das war doch der Jute. Ich habe gedacht, ich habe die doppelt. Naja, gut. Die AK macht das ja auch. So ist es ja. So, die ist Neuanz. Die kommt jetzt dahin.
Das muss da, weil ich muss das ja eh mal auseinandernehmen. So. Hallo. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Wo sind jetzt die Farbe hin? Achso, da. Jetzt. Jetzt haben wir das. So. Entschuldigung. Ich würde mal sagen, Munition haben wir erstmal da drinnen. Mollys haben wir auch. Löschen kann ich nicht hoch. Das kann eigentlich clean gemacht werden. Davon haben wir eben zwei Stücken. So, Lebensenergy habe ich. Das habe ich. So. Ich würde sagen, ich habe jetzt alles. Also mehr oder weniger. Ich lade jetzt nochmal nach. Obwohl, vielleicht. Ach nee, warte mal. Ich nehme lieber was die darin war, würde ich sagen. Was ist denn für die Dämonischen? So. Und jetzt die Hochschlagzünder noch. Ich würde mal sagen, da haben wir denn alles. Was hat der die ganzen Stacks in den tut? Das wäre geil gewesen. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Oh, shit. Oh, shit. Aber er hat es noch mitgekriegt. Gar kein Problem. So. So. Junge, nee, die ist aber schon ganz schön ramponiert. Naja, die... So, die Repair-Kits von da unten drin holen. Einholen. So, 15 Stück. Ist nicht die Welt, aber es wird schon reichen. Ich schmeiß jetzt. Sollte ich jetzt schon das Ding anschmeißen? Wie sieht es denn benzintechnisch aus? Och, das ist noch ganz gut. So, nachgeladen, wie gesagt. Ist. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich da so drin? Naja. Naja. Ich bin jetzt gerade an Überlegen. Wo habe ich denn jetzt meine graue Eminenz hingeschmissen? Seht ihr die? Die darin schmissen. Die darin schmissen? Bitte lass mir die darin schmissen haben. Da ist die. Hä? Ich bin schon wieder doof. Also. Ich habe die da, die ist da. Wo ist denn jetzt meine graue Eminenz? Ist die unten? Naja, wir haben noch. 2 Minuten habe ich noch Zeit, die zu finden. Da ist er schon mal nicht. Da ist er. Ich habe nämlich gerade so überlegt, vielleicht ist es ja nicht so schlecht. Schießenderweise doppelt. Die sollte ich austauschen. Scheiß drauf. Ich brauche wenigstens was zum Reparieren und so. Habe ich denn irgendwas zum Reparieren? Ich brauche ja Stahl, ne? Natürlich nicht. Jetzt ja schon. So, jetzt habe ich da Sachen. Ich brauche auch die Parts, ne? Das patzt mir, weil die hatte ich nämlich gehabt. Da eh mal. Und dann hatte ich noch die anderen gehabt. Wo sind denn die jetzt? Die sind verbraucht, weil ich die nämlich brauchte für Aufschlagzünder. Miau, 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 miau. Würde ich jetzt sagen, oder? Puh. Achso, dann kann ich dich mal kurz reparieren. Und die nächsten. Naja, gut. Also, wo waren wir stehen geblieben? Game Stage. Level 66 haben wir. Die Game Stage sind wir jetzt auf 117. Und die gekillte Zombies 4438. Und Tode hatte ich jetzt 5 Stück. Das ist schon mal mehr als bei der letzten Staffel. Ja, gut. Ich gehe nochmal schnell nach. Die fallen technischerweise. Das ist okay. Ist schon gut. So, wie sieht's hier aus? Die sind auch noch nicht mal beschädigt. Kann ich mal kurz darin? Alter, die sind leer. Die sind fucking leer. Oh, Scheißendreck. Oh, Scheißendreck. Naja, gut.
Ich habe so das Gefühl, die werden heute ausfallen. Ich habe das ja letztes Mal neu gesagt, ne? Naja, gut. Hey, dann ist die Teil zu. Ich komme an den hinteren hier ran. Doch, komme ich schon. So, Munition steckt. Munition steckt. Naja, wenigstens zwei. So, was ist mit hier? Die sind doch auch leer. Aber so was von leer. Nee, hier sind nur 30 Stück drin. Ha! Hier habe ich auch gerade erst drin gesteckt, du Hannes. So, hier hatte ich keine mehr drin, ne? Es kann ja sein, dass aus Versehen irgendwie mal sich so ein, zwei Stück verirrt haben. Es ist doch alles möglich, oder? Achso, jetzt habe ich die da drin geschmissen. Ja, ist doch gut. Ist doch... Nee, hier habe ich ja doch noch welche. Ich habe gedacht, ich habe die verbraucht. Was habe ich mir dabei gedacht? Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt geht's wieder ab in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Naja. Keine Panik. Wir haben bis jetzt alles unter Kontrolle. Bis jetzt. So. Naja. Ey, bin ich denn total played? Ich kann das doch so austauschen. Den Knüppel braucht doch jetzt ja nicht. Noch mehr Waffen, ihr Wald. Yes. Yes, we can. Weil ihr mit den Aufschlagzünder, das könnte ein bisschen zündenderweise sein. Wir wissen ja, was passiert. Genau das wird passieren. Das habe ich mir gedacht. So war mein Plan. Überhaupt nicht. Verdammt. Gut. Also Strecke werden wir damit nicht machen. Das ist ja mal wohl klar. Leco Mio. Und warum habe ich jetzt Klebestreifen eingepackt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso viele? Aber gut. Auch das wusstet ihr. So, gut. Ich glaube mal, da wird Zeit. Ich könnte das schon mal alles so aktivierenderweise. Wegen Abwehrkräfte und so. Ja, hier, das wird in der... Wird nicht mehr ausgetauscht. Aber ich habe von euch den Tipp bekommen, ich sollte das hier austauschen gegen die unteren, weil da können die Kotzer nicht durchkotzen. Für das nächste Mal. Aber trotzdem, danke für eure Unterstützung, wie immer, ne? Also. Gern nicht nur genommen, sondern gesehen und, für gut befunden, wollte ich gerade sagen. Nee, meint eigentlich, ich mag das. Ups. Ich habe gedacht, da war ein Knacks drin. Ach, da ist ein Knacks drin. Hey! Ich habe das bloß repariert, du! Mann! Ja, wie gesagt, eure Kommentare sind immer gern gesehen. Ihr seid die Besten. Oh, der ist hochfertig. Cool. Warten Sie mal, kann ich den hier nochmal... Warten mal, ich breche den mal kurz ab. Dann kann ich den nämlich nochmal rinschmeißen. Den habe ich jetzt oben drin geschmissen, ne? Ja, klar, habe ich den da oben drin geschmissen. Warum denn nicht? Ist mir jetzt egal. Ich glaube... Ach nee, der ist da hinten. Na, Kabin, willst du nochmal in dein Inventar gucken? Vielleicht hast du ihn ja doch mit bei. Was meinst du? Hast du ihn oder hast du ihn nicht? Ich hassen. Immer dieser Hassel. So. Gut. Dann haben wir noch ein bisschen was. Guten Tag. Vielleicht werden die Zombies wach. Und reißen uns die Rübe ab. Jawohl. So tät es sein. Naja, gut. So eins wie werden sie schon wegmähen, aber... Vielleicht sollte ich das, warte mal, vielleicht sollte ich das konzentrieren. Auf den Innenbereich. Den da unten, wisst ihr? Dann ist das eben halt so. Dann schießt ein Ding aber volle Power in eine Richtung und kann eine Seite mal abmähen. Das ist doch, würde ich erstmal sagen, nicht verkehrt, oder? Schauen wir mal.
So, wie gesagt. Bär kriegt auch noch ein bisschen was. Dann kann ich gleich noch mal ein bisschen mehr Munition rausholen. Ach du Schilde. Naja, vielleicht auch nicht. Gut. Vielleicht habe ich von da ein bisschen zu wenig. Aber davon ein bisschen zu viel. Von da habe ich zu viel. Warum kann ich mir keinen Geschützturm bauen mit Magnum-Munition? Die rotzt doch viel mehr weg. Naja. Wie gesagt, da ist ja mal sehr, sehr viel Munition drin. Und die ballern ja auch noch mit. Alle gut. So. Die letzte Minute. Und so langsam kriegt doch ein bisschen Bammel. Wie immer zum Schluss. Dann ziehen wir uns nach oben. Und schauen uns an, wie sie die Hütte auseinanderreißen. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte. Ach nee, muss das ja reparieren können. Naja, gut. Oh. Das wird heute schön. Aber ja, schön viele Kohle zusammengeschnurrt, wa? Und jetzt sind wir da die letzten Sekunden, wa? Die sich vielleicht ziehen wie ein Kaugummi. Hui. Sag mal, was ist denn mit dem Benzin? Der Benzin ist fast fertig, wa? Leider kann ich das dann nicht rausnehmen, weil mein Inventar ist voll. Alter, wenn sie das wegbumsen. Achso. Platzmangel. Warten Sie mal ganz kurz. Dann muss ich mal ganz kurz hier nochmal schnell. Schnell. Chanel 53 oder was? Schmeißt das da jetzt drin. Falls sie doch auf die Idee kommen, sich durch die Wand durchzubeißen. Dann ist wenigstens nicht alles futsch. Immer mit den Schlimmsten muss der rechnen. Der rechnet nur mit den Schlimmsten. Moment mal, das Schlimmste ist, dass da nichts mehr drin zum Brennen. Sonst wäre das schon lange fertig. Hoch, eine halbe Minute noch. Eine halbe Minute. Tute, tute. Schabidabidu. Wenn ich mich hier hinter verstecke, dann dürfen die doch ja nicht kotzen. Versteck mich hinter der Lampe. Die wird das alles abhalten. Sagt euch. Die wird uns schützen. Schütze er sich. Sag mal, hab ich oben zugemacht? Ich glaube ja, aber ich klicke lieber es nochmal nach. Du bist ja nie so ein Vogel. Naja, ist alle zu. Alle zu. Jawohl, alle zu. Hatte ich ja letztes Mal neu gesagt. Ich hab dabei nie was gesagt. Ich kenne mich besser. Kontrolle ist besser. Ist besser. Seid ihr schon fertig? Ey, warum kickt denn jeder mal in den Falschen rein? So, warten Sie mal. Ich schmeiß mal da den Knüppel rein. Den werde ich jetzt eh nicht brauchen. So. Dankeschön für die Munition. Die Zombies werden sich darüber freuen. Warten Sie mal. Ja, wie gesagt, ich konzentriere mich. Ich konzentriere mich auf ihn. Hallo? Ich habe gesagt auf ihn. Ich kann mich nicht konzentrieren. Die Konzentration ist weg. Jetzt ist er wieder da. So, rein damit. Ja, dann ballert ihn eine Seite und dann kann die schön abfeuern. Das ist doch... Ich weiß nicht. Naja, die Hauptsache, ihr habt euren Spaß. Dafür mache ich das ja. Dafür quäle ich mich. Für euch. Nur für euch. Also Däumchen, Träumchen. So. Ja, ein bisschen Spaß, wie gesagt, muss ja sein. Wie gesagt,
Für das nächste Mal hier unten würde ich zu Janor sagen, dass wir keine Dinger hier hinbauen, sondern Schrähen. Dann können wir die runterfallen, aber wir können die Granaten runterfallen lassen. Das wäre eigentlich ja nicht mehr so verkehrt gewesen, wa? Warum fallen mir so eine Sachen immer zu spät ein? Das ist nicht normal. Für das nächste Mal. Dann können wir sie nämlich runterkugeln lassen. Dann machen wir uns normale Granaten hoch und dann lassen wir sie runterpurzeln. Purzeln. Na, wo sind sie denn? Immer auf der letzten Sekunde. Also nicht auf der letzten. Also die warten bis auf der letzten Sekunde, so rum meine ich das. Ich bin gespannt. Da kommen sie gleich und jetzt geht's los. Viel Spaß und drückt mir die Daumen. Gut, wenn ich jetzt hier den so mache und dann ihn auf Entfernung, dann müsste das doch eigentlich funktionieren, ne? Oh ja. Es funktioniert. So, ja, sehr gut. Ich hab ihn erstmal beim Durchgang gehindert, ne? Was? Was? Wo? Wo? Also rein theoretisch sollte der jetzt tot sein. Ich weiß nicht wieso. Ich habe eine Vermutung. Ich möchte diese Vermutung nicht, Ey, ich habe jetzt nicht die Türme oben nicht aktiviert, oder? Gut. Ich würde mir sowas zutrauen. Nö, die sind an. Säft haben sie auch. Ist das alles korrekt? Jetzt muss ich erstmal den Ausgang wieder finden. Ich will das alles nur ein bisschen spannender gestalten. Ich hoffe, für euch ist es gespannt genug. Spannenderweise. Ihr habt hier den Köpfigerweise. Ohne Wen kann der schon mal nicht hier so gefährlich werden. So. Die beschmeißen sich gegenseitig mit ihren Füßen. Das finde ich korrekt. So. Es ist mal wieder die Feuerprobe angesagt. Feuerprobe existiert und ist für gut gefunden worden. Das war nicht so gut. Vielleicht muss ich denn doch noch ein bisschen Abstand halten. Ich glaube, ich habe da was gehört. Nee, das sind die. Gut. Ich habe jetzt gedacht. Böse, Omen und so. Omen. Oh, wie gesagt, die ist geil, ist die. Das ist, zack, bumm, sind die weg. Vor allen Dingen, wenn man den Kopf treffen tut. Siehst du? Kopf getroffen, ist hier Platz wie ein Luftballon. Hallo. Da purzelt der Kopf. Wie gesagt, jetzt kann ich noch meine Witze machen. Es wird aber auch eine Zeit kommen, wo da wahrscheinlich der Panos-Monus aktiviert wird. Ja, ja, man kennt es. Ich finde es cool, cool, dass das so bis jetzt hinhaut. Bis auf meinen Treffer. Aber, na ja, gut, ne? Dafür habe ich ja eine Schrutze. Haha. Und wie gesagt, wir haben ja heute noch keine Kotzer. Die haben wir auch noch nicht. Fragen Sie mal, können Sie mal kurz sehen? Achso, ich kann das ja. Ja, siehst du. Da redet sie eh mal über diese Honks, Alter, dann sind sie gleich da. Eh mal von gesprochen und schon honken sie rum. Ih, du Sau! Es hat mich angekotzt. Aber es war der Vogel, ne? Achso, der Vogel ist schon tot. Was für ein Vogel. Aber ist das Licht gerade... Nee, das Licht ist nicht aus. Ich wollte jetzt gerade sagen, ist das Licht aus hier? Haben wir die Stromrechnung nicht bezahlt? Also meine Meinung schon. Aber gut. So, er hat den Preis der Nahrungskette verloren. Er ist nämlich tot. Na Leute, kommt auf eure Kosten. Die auch. Endlich können sie sich wieder ihren Tod widmen.
Oh, ich muss mit der Maus ein bisschen... Ich habe nämlich gerade gedacht, so, Mensch, es wäre gut, weil mein neuer Tisch, den ich gestern noch erwähnt habe, der hat nämlich eine integrierte Mausfunktion, also Unterlage, meinte ich, ne? Mann, die ist aber sehr, sehr glatt. Manchmal habe ich, nö, habe ich nicht. Na, sowas aber auch. Dankeschön. Also, ich würde mal sagen, das Ding da hinten wird sich als erster verabschieden. Aber ich glaube, das sind nicht die Zombies, sondern ich mache den Schaden. Achso, jetzt weiß ich, was kaputt gegangen ist. Ich habe schon richtig gehört, ja, dass irgendwas schermalt ist. Ey, diese Funktion, die ist aber schon krass. Nein, nicht kotzen. Unterstehen Sie sich. Kotzen ist hier verboten. Oh, Alter, ich muss nächstes Mal wieder dran denken, dass ich das Mauspad nehme. Das ist schlimm, ist das da. Nee, die will ich noch nie nutzen. Da wollte ich eigentlich sparsam sein. Alter! Ja, das passiert, wenn man die Zombies auf höchste Geschwindigkeit stellen tut und die... Ich glaube, ich habe auf 16 Zombies oder so. Glaube ich. Oder die nächste Stufe. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber irgendwas nach 16 oder 16. Weil es wurde ja gesagt, dass das noch nie so aggressiv genug ist. Irgendwann mal. Habe ich gedacht, kannst du ein bisschen aggressivisieren. Habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Alles nur für euch. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Nee, nee. Jawohl. Muss was trinken, Alter. Nur weil ich nicht... und noch nicht mal, weil ich hier... was wollte ich denn jetzt sagen? Weil ich in Flammen stehe, sondern weil ich Durst habe. Endlich nutze ich mal das Wasser dafür, wo, für was das da ist. Das ist ja mal krass. Alter, ich benutze eigentlich für meine Verhältnisse heute, also bis jetzt, die Mollys sehr, sehr wenig. Das geht immer ja nicht. Das ist kein Molly, Karbin. Hä? Ich habe gedacht, ich habe den angezündet. Jetzt schon. Die sind, die sind durchgeflutscht. Die kommen hier durch. Das ist denn doch nicht so, wie ich mir das geplant habe. Keine Panik. Wir schaffen das schon. Wir haben schon mehrere Sachen geschafft. Ich muss mich nur an Leben halten. Das kriegen wir doch hin. Ach so, ist letztes Mal die alte Rin gekommen. Ich hab doch letztes Mal neu gesagt hier, wo die alte hier standen ist. Ja? Jetzt wissen wir das. Schließe eher die Klappe. Na? Nichts damit durchkommen. Oh oh. Ey, der Tisch ist scheiße. Also, weil der keine Stoffumwandlung hat. Das steuert sich zwar gut, aber wenn du händemäßig schwitzen tust oder so, ist das mit dem Tisch nicht so, ja, muss ich sagen, nicht so ideal. Hätte ich bedenken müssen? Erstmal habe ich es nicht. Alter, wir haben erst 23 Uhr. Alter, kack doch die Alte an der Wand. Ja, ich weiß nicht, wieso ich das mache. Also, warum dieses Sprichwort gibt. Keine Ahnung, ich versuche gerade abzulenken, es funktioniert nicht. Es ist die Vorstufe von Panikmodus. Noch nicht ganz, aber sie ist schon vorhanden. Also ein bisschen. Fein los durch die Nacht. Hallo. Nicht kotzen! Da töte mich an, kotzen! Nein, nicht explodieren! Dankeschön.
und nicht kaputt machen. Dankeschön. Kommen aber doch schon ein bisschen nah, ne? Also man merkte schon, dass die Spikes, die Dart Traps kaputt sind, ne? Also nicht kaputt, sondern... Nee, doch, die haben noch Munition. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt weiß ich, was da fehlt. Ha! So was aber auch. Da fehlt's mir wie Schuppen von den Augen. Naja, gut. Da kann noch ein bisschen was drin, wa? Weiter geht's. Ich hab mir schon gewundert, warum der nicht rumballert. Das ist nicht unsere Abmachung. Schon will er besser. Ey, und das ist um... Ist das jetzt die Horde, die erste, die bis um 4 gehen tut? Ich weiß es nicht. Es ist durchaus möglich. Deswegen die Angst wegen der Munition. Na gut, wir haben noch 400 Schuss von der Schrotze. Und die macht ja eigentlich ganz gute Arbeit. Hast du noch ein bisschen Munition für einen armen Mann? Nee, aber ein Buch. Ja, gut, Munition ist schon da, aber für die falsche Knifte. Naja. Wie immer. So, immer schön da. Nee, du solltest eigentlich runterfallen. Und dann da. Die Munition komme ich nie ran. Nein, 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 nein. So nicht, Fräulein. Fräulein vor allen Dingen. Was ist denn hier los? Warten Sie mal kurz. Wollte da nur reparieren. Ey, da hinten ist nämlich voll am Arsch. Da war aber ganz schön Druck drauf. Enchu Kotzer, hört auf zu kotzen hier. Das ist doch zum Kotzen. Macht man nicht. Keine Manieren oder was? Ach nee, ihr seid ja tot. Das ist euer letztes Problem, was ihr habt. Manieren. Weiter, weiter. Da unten wird weiter gekotzt. Naja, sollen sie ruhig machen. Wie sieht's denn? Ach so. Ach so, wie sieht's denn? Ach so. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wie sieht's denn eigentlich mit Waffenreparatur aus? Ah, nee, nötig. Alter, das nimmt kein Ende. Das ist die Horde vom Herrn. Ne, und da steh ich. Sag mal, kann es sein? Also, es ist noch hell, aber nicht so hell wie sonst. Oh, wir haben es 1 Uhr. 12 Uhr, meinte ich. Wir wollen nicht übertreiben, ne? Also, nicht mogeln. Hallo? Nicht. Nein, 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 nein. Ey, ich würde gerne an den Loot ran, aber ich komme nicht. Das ist eine Hölle. Aber gut. Dadurch, dass die springen müssen, weißt du, sind die doch ein bisschen abgelenkt, ne? Also. Sonst würden die komplett mal gleich durchrauschen, ne? Naja. Alter. Gut, also auch Stahl, wie gesagt. Das war klar, aber... Naja. Hey. Jetzt ja, glaube ich, die Nahrung, ne? Ja, gut. Nimm ich mal mit. Ach so, da unten. Da hat sich eine versucht durchzumogeln, schleichenderweise. Da ist ein Kotzer. Da kommt gleich ein Kotzer. Wo ist der Kotzer? Da ist er. So, den haben wir erstmal aus dem Weg geschafft. Na, 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 na. Nee, nee, Freundchen, so nicht. Sonst müssen wir ganz schnell die Lücke hier schließen, die Pforte. Gut, wie gesagt, wir haben bis jetzt nur Kotzer und so, aber die reichen ja, wie gesagt, schon aus, ne? Also. Er ist tot. Das ist sehr, sehr gut. Hallo, 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 hallo. Genau.
Gehen Sie mal wieder runter hier. Wer versucht, die Base zu beschädigen, fliegt raus. Und zwar aus seinem Leben. Schon wieder ein Kotzer. Aber ich habe noch meine Lebensenergie. Daneben. Oder hat der mich hier getroffen? Ich weiß es nicht. Na gut, auf Entfernung ist die eben halt kacke, ne? Nee, nee, Freundchen. Oh, ich glaube, da ist jemand explodiert. Da hat sie jemanden zerledert. Ja, wie gesagt, also diese Durchdings hier unten ist nicht, noch nicht so... Das ist nicht so cool. Also so eine Fallrille wäre schon besser gewesen, dann könnte ich nämlich mehr so eine Sachen benutzen, ne? Also... Ich gehe mal eine Runde kotzen. Hallo, ich habe getrunken. So, warten Sie mal. Ich brauche ein bisschen Munition wieder. Wie sieht's aus? Oh, ich sehe doch. Es war doch wieder mal Zeit. So. Sieht's bei dir aus? Oh, bei dir ist halt in Ordnung. Sag mal, mir kommt jetzt so vor, als ob du keinen Bock hast zu schießen. Was ist denn hier los? Na, das war ja einfach. Die habe ich ja voll zerlegt. Das Doofe ist nämlich, ich muss jetzt bis 4 raushalten. Ey, aber das Coole ist, ich kann mein Inventar leer machen und erstmal frönen, so loot-technischerweise. Für die Granaten, das war jetzt ein Ding mit X. Das war erstmal nix. Und die Munition habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Ach, naja. Alter, von dir habe ich gar nichts gebraucht. Schrotzer hat vollkommen ausgereicht. Habe ich es nie gesagt? Ja, ja, Kamin. Mach mal so weiter mit der großen Klappe. Eines Tages zeigen sie dir, wo der Frosch die Locken hat. So, jetzt ziehen wir erstmal runter Luken. Alle uns, also das haben wir uns alle verdient. Krass, wa? Ey, da waren aber auch viele, war auf einen Schlag. So. Aber die hatten unsere Base nichts entgegenzusetzen. Wollte ich gerade sagen. Weil unsere Base ist nämlich ends geil. Für die, nicht zerlegbar. Also fast nicht zerlegbar. Ab und zu war es ja fast ganz knapp, aber. Tja. Die hatten nicht das richtige Werkzeug. So. Warte mal, das schmeiß ich da rein. So, da schmeiß ich nichts mehr rein, weil ja kein Platz mehr ist. Und ich hab ein Piepsen in den Ohren. Das ist nicht gut. Da hat er zu mehr zufällige Rums bestimmt. Boah, so ein bisschen Adrenalin habe ich aber immer noch im Körper, wa? Ich hatte da noch ein Buch gehabt. Gut, warten Sie mal. Nahrung brauche ich ja so oder so. Honig sollte ich mir mal auch entzwirbeln. Hatte ich nur noch nie das Glück dazu gehabt. Die Zeit meinte ich dazu. Wie gesagt, erstmal das Looten und zum Schluss kommt nochmal die Game Stage. Wie immer. Wie immer, scheiße. Ich hab zu kleines Inventar. So. Aber es wird sich bald ändern. Mod-technischerweise. Und wie gesagt, ich hab da schon ein paar Sachen so in den Köpf. Ich bin mir bloß noch nicht so sicher. Nicht wegen Schwierigkeitsgradmäßig, weil ich würde hier doch schon gerne weitermachen. Aber wie gesagt, es wurde nicht verlangt, sondern es wurde gewünscht, dass ich auch so eine bestimmte Mods rinschaue. Ich habe mir da eine Mod ausgesucht. Die soll sehr, sehr gut sein. Vor allen Dingen, wie gesagt, soll das ganze Spiel umkrempeln.
Aber ich kann nicht 7 Days 2 Sachen gleichzeitig laufen lassen. Erstmal zeittechnischerweise und dann weiß ich nicht mehr, wo was da fahrt. Also ist bei den Ehen so und dann so. Moment mal, ich muss ausschalten. Da scheint zwar keine Bewaffnung mehr so großartig drin zu sein, aber ich kenne mich ja. Sagen Sie mal, und ich habe auch nicht gesehen, dass der Zaun irgendwie geblitzt hat in dieser Folge. Kann das sein? Ich glaube mal ja, also... Oh, die haben sie geknallt, die Ecke. Also, der Blitzding jetzt war deaktiviert. Weil die ja nicht mehr vorhanden ist. Da. Oh, oh, oh. Ihr Sturm an eigenen Dummheit oder was oder wie. Ach, weil hier vorne der Kreis unterbrochen war. Naja, gut. Hatte ich ja gesagt, ihr habt eine Unterbrechung drin und zack, bums, ist alles für die Katz. Nom, 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 nom. Ja, da muss ich kicken, das mache. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das jetzt hier erstmal die letzte Runde sein wird. In diesem Spielstand. Und wir werden wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, was Neues anfangen. Deswegen frage ich mich gerade, warum ich die ganze Scheiße hier aufsammle. Das wie ein Zwang ist das. Was mutet Mut, ne? Ja, da müssen wir mal schauen. Wie ist noch nicht so ganz. Wie gesagt, ich habe schon alles installiert. Das wird schön. Schlachtplan, alles gemacht. Ist, wird zwar für den Arsch sein, aber ich habe schon mal einen Schlachtplan gemacht. So ist es nicht, ja. Also ich habe mich vorbereitet. Was davon umgesetzt wird am Anfang? Wahrscheinlich volle Überforderung und Panik und so. Werden wir sehen, aber das ist ein anderes Ding. Lasst euch überraschen. So, jetzt zu Game Stage. Also, ich bin jetzt auf 68 levelmäßig. Game Stage ist auf 120. Und gekillte Zombies 4844 und 5 Tode. Jo. Ja, dann brauche ich ja die Nacht ja nicht. Naja, doch, ich werde die Nacht trotzdem absetzen, um das abzuspeichern. Wie gesagt, aber wir werden. Für den Anfang erstmal will er die Zombies ein bisschen runterregeln, weil, wie gesagt, den Schwierigkeitsgrad will ich nämlich lassen. Also, der bleibt auf Hammer, aber im Teil Rennen der Zombies werde ich nach und nach wieder hoch auf Maximum stellen. Mal kicken so nach der 10. Folge oder so, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall wird das kommen. Jo. Naja. Also, Leute, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Däumchen, Träumchen, abonniert den Kanal. Ganz wichtig, wie immer sage ich immer und es gilt durchgehend. Macht euch einen schönen Tag. Der Tag ist gut. Also, schönen Tag. Tschüss.